Der Campingkocher von Lidl. Ein Low-Budget-Campingkocher, möchte ich sagen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, moin. Mein Name ist Alvo. Ich bin gerade mal unterwegs. Und heute möchte ich dir diesen kleinen Campingkocher zeigen, den ich mal bei Lidl gekauft habe. Lidl hat immer die Campingwochen, wie so fast alle Discounter das irgendwie mehr oder minder haben. Und vor einem Jahr habe ich einige Produkte gekauft. Und die guten davon, die möchte ich dir einfach mal zeigen. Schauen wir uns doch die Fakten zu diesem Campingkocher einfach mal im Detail an. Er kostet knapp 6,99 Euro, natürlich ohne Steckgaskartusche. Da erfahrt ihr auch das nächste, das ist ein Steckgaskartuschenkocher. Diese Kocherart haben Vor- und Nachteile. Vorteil ist, sie sind günstig, weil du bekommst solche Steckgaskartuschen teilweise schon für 1,30 Euro in Mehrfachpack zum Beispiel. Da gebe ich dir auch einen kleinen Link unten, wo ich zum Beispiel diese Kartusche her habe. Natürlich gibt es aber auch in jedem Baumarkt, in fast jedem Drogeriemarkt, also wo irgendwas mit Garten mit dabei ist und so weiter und so fort. Jetzt natürlich nicht bei DM normalerweise, aber du findest sie halt fast überall, im Gegensatz zum Beispiel zu Schraubgaskartuschen, die du vielleicht nicht überall findest. Der Kocher selber hat ein Gewicht von ungefähr einem halben Kilo, hat hier ein einfaches Drehventil, einen Griff, ne, aus Kunststoff, nichts Besonderes. Und hier unten klemmt man die Steckgaskartusche ganz einfach ein. Und zwar, indem man das hier abdreht, ich mache das jetzt nicht, weil da ist gerade eine aufgestochene drin, ne? Indem man das hier abdreht, dann legt man die da drauf und dann dreht man immer weiter zu, immer weiter, bis man richtig so ein kleines Einstechen bekommt. Und dann ist die hier unten direkt verbunden mit diesem Ventil hier oben, ne? Hier dreht man auf, dass ich sozusagen in die Richtung drehe und dann hier unten, siehst du, ist die Kartusche drin eingefasst. So funktionieren eigentlich fast alle Steckgas-Kartuschenkocher, auch der von Campingas zum Beispiel, was ja so die bekannteste Marke ist, die du auch in fast jedem Bauhaus findest. Oben haben wir einen relativ breiten Kopf, muss ich sagen. Ne? Gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, dass es ja vor allen Dingen als Campingkocher gedacht ist und wahrscheinlich weniger als Trekkingkocher. Wenn dann das Ganze eingesteckt ist, dann drehst du das Ventil einfach einmal schön stark auf. Hältst ein Feuerzeug dran und dann brennt natürlich die Flamme. Wie immer sind natürlich Gaskartuschenkocher relativ laut. Und wenn du es auch machen willst, einfach wieder zudrehen. Fertig. Ganz einfaches Prinzip. Super. Das war's mit den harten Fakten. Kommen wir also mal zu den Vor- und Nachteilen. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich den jetzt vor über einem Jahr gekauft und schon einige Male in Benutzung gehabt. Zum Beispiel, wenn ich damit gekocht habe auf unserer kleinen Wohnmobiltour, wenn man mal auf dem Festival war, wenn man in die Gartenlaube gefahren ist und da gerade keine Lust hatte zu grillen, ne? Wenn man mit dem Auto unterwegs war und sich schnell auf einen kleinen Seitenparkplatz was zu essen machen will unterwegs, da ist dem Outdoorer mit seinem Outdoor-Geschirr, ne, keine Grenzen gesetzt der Fantasie. Und genau für sowas ist das Ding natürlich super. Schlechter dafür ist, man bekommt eine Steckgaskartusche natürlich nicht einfach wieder rausgezogen, weil wenn man sie rauszieht, dann geht sie alle im Prinzip. Ne? Das heißt, wenn sie einmal drin ist, muss sie so lange drin bleiben, bis sie ausgebrannt ist. Und das macht sie natürlich auch für Trekking zum Beispiel schlecht, weil das ganze Ding ist relativ sperrig. Es ist dann unpraktisch, ne? Weil man das nicht wieder voneinander trennen kann im Packmaß. Dadurch ist die Sperrigkeit nochmal mehr gegeben. Und natürlich auch braucht man den ganzen anderen Klimbims, ne? Mit dem Zeug und dass das hier oben so groß ist, das braucht man natürlich beim Trekking nicht. Da gibt es andere, zum Beispiel Schraubgaskartuschenaufsätze, die da deutlich praktischer sind. Aber wenn ihr was für Camping, für vielleicht leichtes, ja, Bushcraft möchte ich nicht sagen, vielleicht irgendwie so ein Camping Schrägstrich Bushcrafter treffen, wo man sich mal ein bisschen austauscht etc. sucht, dann ist das hier genau das richtige Camping-Festival und genau deshalb heißt es ja auch Campingkocher. Ich hoffe, mein kleines kurzes Video über den Lidl Campingkocher hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal draufklicken für Outdoor-Ausrüstung. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du benötigst und wenn mal nicht, dann stell mir doch einfach die Frage in den Kommentaren, dann kann ich darauf antworten. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.